Was bedeutet das, mit dieser Frage im Herzen so durchs Leben zu gehen? Kannst du das beschreiben? Es ist so eine, ich sag jetzt mal, man fühlt sich nicht komplett vollständig. Eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle, ist zum Beispiel, wie wäre es gewesen, wenn ich gar nicht abgegeben worden wäre? Und natürlich planen mein Team und ich wieder, viele Menschen völlig zu überraschen. Los geht's. Ruhe bitte! Als erstes checken heute Gentiana und ihr Freund Byron ein. Die haben wir unter einem Vorwand hergelockt und die ahnen natürlich nichts von all den Kameras hier. Hallo zusammen, herzlich willkommen, hallo. So, sind da, geht gleich los. Was kann ich für euch tun? Wir haben ein Zimmer reserviert. Ja. Byron und Gentiana. Ja, gucke ich mich das mal eben an. Ja, habe ich. Schöne Namen habt ihr beide. Ihr Liebe, ich brauche nur ganz kurz von euch die beiden schönen Namen ausgefüllt. Und eine Unterschrift. Die beiden sind heute hier, weil ich von Gentiana weiß, dass Byron mehr über seine Herkunft erfahren möchte. Byron wurde adoptiert und weiß eigentlich so gut wie nichts über seine Wurzeln. I hope this melody can keep you near me. I hope this... Also ich bin die Gentiana, bin 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Frankfurt und bin seit einem Jahr mit Byron verlobt. Als ich erfahren habe, dass Byron adoptiert worden ist, war es für mich sehr, sehr schlimm zu wissen, dass er ohne seine leibliche Familie aufgewachsen ist. Und dann dachte ich mir ab dem Moment, dass ich ihm unbedingt helfen möchte. Was Byron aus seiner Adoption weiß, ist, dass er in Guatemala City geboren worden ist, dass er nach seiner Geburt zu seinem Onkel gebracht worden ist. Bekannt ist auch, dass er viele Geschwister hat und zur Adoption freigegeben worden ist als einziges Kind. Mit 2 Jahren ist er dann nach Deutschland gekommen und es belastet ihn auf jeden Fall sehr, sehr zu wissen, dass er die einzige Person ist, die weggegeben worden ist. Ich sehe, wie viel Leid in ihm steckt und wie traurig es ihm macht, nicht zu wissen, woher er kommt. Und es ist auf jeden Fall eine Verzweiflung und eine sehr, sehr starke Leere drin und die ich natürlich wieder füllen möchte. I'm so lonely. Lonely. Was ich mir für Byron wünsche, ist, dass all seine Fragen beantwortet werden und die Leere, die er in sich trägt, einfach gefüllt wird mit einer Person, die ihm ähnelt. Deswegen helfe ich ihm auch, weil ich ganz genau weiß, unser Glück und unsere Zukunft kann erst so weit gehen, wenn wir auch diesen Schritt geschafft haben. Wir haben auf jeden Fall oft über Kinder gesprochen, weil das ist auf jeden Fall einer unserer Ziele, eine eigene Familie zu gründen. Und ich wünsche uns irgendwann, dass wir mit unseren Kindern an einem Tisch sitzen können und Byron von sich, seiner Familie und seinen Wurzeln erzählen kann. Nur hier Name, Name und Unterschrift. Mehr brauche ich nicht. Und Sie haben keine Ahnung, was passiert. Vielen lieben Dank. Danke auch. Das ist hier, warte, Moment, habe ich jetzt alles. Name, habe ich. Träumchen. Hallo, Byron. Träumchen, habe ich jetzt alles. Hallo, Gentiana. Hallo. Hallo. Freut mich sehr. Mich hallo. Auch. Hi. Hallo. Ach, wir machen mal nicht so freundlich okay. Hier, oder? Hallo. Ihr guckt aber überrascht. Ja, sehr. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Julia uns jetzt überraschen kommt. Gar nicht. Ich habe mich unfassbar sehr gefreut, Julia mal zu sehen. Byron hat seine Liebe schon gefunden. Was ihm allerdings fehlt, sind alle Puzzlestücke seiner Vergangenheit. Ja, erstmal Gentiana und Byron. Sehr schön, dass ihr hier seid. Freut uns auch sehr. Danke, dass wir hier sein können. Überraschung hat sich ein bisschen gesetzt bei Byron. Ja? Es geht ja immer noch ein bisschen. Denn es geht ja heute um dich, um deine Geschichte. Du bist ursprünglich in Guatemala geboren. Aber in Deutschland aufgewachsen. Du bist mit 1,5 ungefähr adoptiert worden. Was weißt du denn über die Umstände deiner Adoption oder deiner biologischen Familie? Also die Umstände müssen auf jeden Fall damals schon sehr schlecht gewesen sein, weil wir ja schon damals nicht zusammengelebt haben. Also ich habe ja meine leibliche Mutter nie kennengelernt, sondern ich bin direkt zu Verwandten damals von der Familie gekommen. Und ich denke mal, für eine Mutter das eigene Kind wegzugeben, ist das Schlimmste, was man machen kann. Also man will mal fragen oder hören, warum das so gekommen ist oder ja, einfach die Hintergründe wissen.
Was bedeutet das, mit dieser Frage im Herzen so durchs Leben zu gehen? Kannst du das beschreiben? Es ist so eine, ich sag jetzt mal, man fühlt sich nicht komplett vollständig. Eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle, ist zum Beispiel, wie wäre es gewesen, wenn ich gar nicht abgegeben worden wäre? Also es ist irgendwie ein Teil so der Lehre, so. Ich weiß nicht genau, wie ich es so beschreiben soll. Also du weißt, du musst versuchen, Fragen zu beantworten, so gut es geht sozusagen. Ja. Wie geht's dir gerade? Ja, es ist ein bisschen komisch, darüber zu reden, weil macht man ja auch natürlich nicht so oft. Ja, aber mit dir spricht der sicher drüber, Gentiano, ja, oder? Sehr, sehr oft. Ich habe auch sehr viele Fragen gestellt, weil es hat mich ja selber natürlich auch sehr interessiert, woher er eigentlich kommt, weil manchmal hat er auch Phasen, wo es ihm gar nicht gut geht, er auch gar nicht darüber reden möchte, aber ich dann weiß, okay, er fühlt sich gerade allein. Ja, verstehe. Jetzt gibt's so tolle Menschen in deinem Leben. Deine liebe Freundin sitzt hier. Hm. Und trotzdem, kennst du Momente von echter Einsamkeit in dir? Ein unwohles Gefühl ist es sehr, sehr oft. Zum Beispiel, wenn wir, es gibt ja von meinen Adoptiveltern natürlich auch Verwandte, Bekannte und sowas, mit denen man sich dann auch oft zusammensetzt. Und da fällt es halt schon auf, dass man eben nicht das biologische Kind der Eltern ist. Das sind zum Beispiel so ein bisschen unwohle Gefühle, wo man sich dann vielleicht auch denkt, okay, wie wäre das jetzt, wenn ich mit jemandem zusammensitzen würde, der eben so aussieht wie ich? Ich glaube, das ist ja so ein Urwille des Menschen, sich zugehörig zu fühlen. Genau. Was würde das für dich bedeuten, Byron, wenn du dir wirklich überlegst, es gäbe irgendjemanden aus der Familie. Es gäbe Menschen, die mit dir blutsverwandt sind. Ja, also der Gedanke, dass überhaupt irgendjemand noch existiert von meiner Familie, den ich vielleicht mal irgendwann kennenlernen könnte, das ist schon ein sehr schöner Gedanke. Vor allen Dingen, weil ich halt auch von meinen Adoptiveltern Einzelkind war und ich immer irgendwie das Bedürfnis hatte, Geschwister zu haben. Mhm. Weißt du irgendwas darüber, ob du Geschwister hast oder wie viele das sind? Gibt es da noch irgendwelche Informationen? Ich weiß nur, ich habe Halbgeschwister und ansonsten sind wir, glaube ich, 7 oder 8 insgesamt. Mhm. Und alle Kinder waren zu dem Zeitpunkt, wo ich weggegeben wurde, schon viel älter. Mhm. Das heißt, die sind ja dort aufgewachsen. Mhm. Ist deine Freundin eine Stütze für dich? Also jetzt in der ganzen Situation war sie auf jeden Fall die beste Stütze, die ich je haben konnte, weil sie einfach Initiative ergreift und was mir manchmal einfach fehlt, dieser kleine Schubser in diese richtige Richtung. Und sonst wärst du heute auch nicht hier im Haus am Meer. Genau. Mhm. Schön. Dass du sehr viele Fragen hast, ist völlig klar und sehr nachvollziehbar. Ich werde dir von all deinen Fragen heute hier gar nicht viel beantworten können, aber ich habe jemanden gefunden, der das auf jeden Fall kann. Gänsehaut. Und das ist dein Bruder, Alexander. Echt? Und dein Bruder ist auf dem Weg hierher. Boah. Und er wird morgen hier sein. Echt? Ja. Immer so rein. Ja, das ist so. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich muss direkt anfangen zu weinen, weil ich weiß, was für ein großer Schritt das für ihn sein wird. Es ist genau das, was er eigentlich schon immer wollte. Und deswegen, es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Du musst gar nichts sagen. Dankeschön. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Alles danke. Gut, nichts zu danken. Sehr gerne. Sehr gerne. Zu hören, dass mein Bruder auf dem Weg ist, ist auf jeden Fall aufregend. Da man halt so ein Stück einfach näher gekommen ist an seine Wurzeln. Der ganz große Schritt ist jetzt getan. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Gedanke, um doch heute noch in den Schlaf zu finden. Wenn ich heute noch schlafen kann. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn nicht, wäre es auch nachvollziehbar. Also, ich freue mich für euch. Dankeschön. Sehr gerne. Die Reise war lang.
so viel gesehen, noch kam ich nirgendwo an. Ja, wir kennen uns eigentlich nicht, aber irgendwie glaube ich, dass es, wenn man Geschwister hat, dann kennt man sich trotzdem irgendwie. Ja, jetzt ist es gleich soweit. Byrons Bruder ist nur noch ein paar Kilometer entfernt. Und es bedeutet für Byron, dass er nach so langer Zeit zum ersten Mal jemanden aus seiner leiblichen Familie kennenlernen wird. Es wäre schön, wenn mein Bruder auf mich zukommt und schon sehr freundlich und selber begeistert von mir ist, dass man eben weiß, okay, er ist auch froh, mich zu sehen und zu wissen, dass ich halt auch noch da bin. Ja. Mein Name ist José Alexander und ich wohne in El Salvador. Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Frau Edith verheiratet. Unsere zwei Söhne freuen sich sehr, einen Onkel in Deutschland zu haben. Ich habe eine lange Reise hinter mir, um meinen Bruder kennenzulernen. Ich bin sehr aufgeregt, Byron gleich zu treffen. Auch wenn ich ihn noch nicht kenne, fühle ich etwas sehr Schönes bei dem Gedanken, gleich auf meinen Bruder zu treffen. Dass Byron viele Fragen zu seiner Herkunft hat, kann ich gut verstehen. Ich werde ihm helfen, Antworten zu finden, um mehr über unsere Familie zu erfahren. Man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Wenn wir uns treffen, werde ich ihn in meine Arme schließen. Von jetzt an werden wir unsere Zukunft gemeinsam als Familie begehen. Für Byron kommt jetzt gleich einer der wichtigsten Momente in seinem Leben. Sein Bruder wird gleich hier sein und dann können sich die beiden endlich in die Arme schließen. Hallo Byron. Ja. Hallo. Alles gut soweit? Soweit ja. Alles gut, ja. Ja. Dein Bruder ist auf dem Weg hierher und ich schicke ihn dann gleich zu dir. Okay? Alles klar. Dir nur Bescheid sagen. Alles klar. Danke. Bis dann. Danke schön. Gerne. Man wusste, okay, dein Bruder kommt jetzt, aber man hat das Gefühl, man träumt vielleicht. Ich war so nervös. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe gezittert. Damit Byron und sein Bruder sich verständigen können, hole ich eine Dolmetscherin dazu. Der kommt jetzt jeden Moment und dann lernen wir ihn endlich kennen. Ja. Und dann hilfst du uns ein bisschen beim Brückebauen. Gerne. Ja? Das mache ich gerne. Das freut mich sehr. Ich bin sehr aufgeregt und kann es nicht erwarten, Byron zu treffen. Hola. Hallo, Alexander. Hola. Hallo, ich bin Julia. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Yo soy Julia. Me da mucho gusto conocerte. Hey, gracias. Gleichfalls. Wie fühlst du dich? Ein poco nervioso. Ein bisschen nervös. Okay, das ist Alicia, die wird euch später übersetzen helfen. Und dein Bruder mit seiner Verlobten, die sitzen hier nebenan. Du musst jetzt eigentlich nur hier losgehen, nach rechts rein und dann geradeaus. Und dann wirst du einen jungen Mann da sitzen sehen. Und das ist dein Bruder, dann kannst du zu ihm gehen. Okay? Alles klar. Alles Gute. Ich war sehr nervös. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich
ich war so aufgeregt, als ich ihn gesehen habe. Aber auch so glücklich. Man hat ja gesehen, ich muss direkt grinsen. Wenn sich Byron gleich umdreht, wird er seinen Bruder sehen. Nach 23 Jahren. Er wird ihn das allererste Mal sehen. Ich habe seinen Nacken und seine Ohren von hinten gesehen und da wusste ich, das muss mein Bruder sein. Man kann sich es einfach nicht vorstellen, dass man die Person wirklich gleich sieht. Und erst wenn man die Person dann sieht, dann wird es auf jeden Fall wahr. Guten Abend, Bruder. Alexander. Byron. Ich bin dein Bruder aus El Salvador. Yes. Und Mama. Auf diese Umarmung habe ich lange gewartet. Und dabei habe ich gespürt, dass er mein Eigenfleisch und Blut ist. Hallo, ich bin seine Freundin. Freut mich sehr. Ich habe auf jeden Fall Ähnlichkeiten gesehen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich spreche nur ein bisschen Englisch. Hallo. Ich bringe die Alicia mit, denn die kann für euch übersetzen. Okay, dann wird das alles viel einfacher. Ja, die ist bei euch. Okay. Ich bin super glücklich, meinen kleinen Bruder kennenzulernen. Auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, fühle ich mich mit ihm verbunden. Guck mal, ich habe da drüben einen Tisch für euch reserviert und schön herrichten lassen. Da könnt ihr euch jetzt alle zusammen hinsetzen und schön miteinander reden und essen. Wunderbar. Und ein bisschen feiern. Byron war ein bisschen zurückhaltend, hat man auf jeden Fall gesehen. Natürlich ein Schock. Ich sehe meinen Bruder, den Ältesten auch noch, das allererste Mal. Aber er war schon sehr glücklich. Man sieht es ja auch. Er ist sehr, sehr glücklich. Byron, alles Gute. Dankeschön. Schönen Abend für euch. Dankeschön. Alles gut. Byron hat jetzt zum ersten Mal seinen Bruder aus El Salvador getroffen. Und jetzt kann er all die Fragen stellen, die ihn schon sein ganzes Leben lang beschäftigen. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass wir weiterhin Kontakt behalten. Hoffe ich auch. Que él también lo espera. Este es mis hijos, my son. Ah, seine Söhne. Hey, du bist Onkel. Ich habe sogar schon Neffen, weil er schon Kinder hat, er hat zwei Söhne. Das ist halt auf jeden Fall aufregend. Weiß er, was mit unseren Eltern ist? Also er hat ja einen anderen Vater wie ich. Ja, genau. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. Leider weiß ich nicht, wo unsere Mutter ist. Sie hat uns verlassen, als ich 7 Jahre alt war. Und keiner weiß, wo die Mama ist? No. Nein, keiner. Oh. Das hier ist unsere Mutter. Es war schon schön, ein richtiges Foto von ihr zu haben, weil man dort wirklich gesehen hat, wie ähnlich sie eigentlich mir sieht. Und das war auf jeden Fall ein schönes Foto. Das will ich auf jeden Fall auch haben von ihm. Das hier ist unsere Mutter. Oh mein Gott. Du siehst da so ähnlich. Es macht mich auch ein bisschen traurig, dass niemand weiß, wo unsere Mutter ist. Aber irgendwie auch ein bisschen beruhigend für mich selber, weil ich so nicht das Gefühl hatte, dass ich der Einzige war, der nicht bei ihr aufwachsen durfte. Hat er Kontakt zu all meinen Geschwistern? Ja, mit unserer Schwester. Sie hat ein Video für Byron aufgenommen. Schau mal. Hallo Bruder, mein Name ist Anna Dacey. Ich hoffe, wir lernen uns bald kennen. Du bist in El Salvador. Herzlich willkommen. Es ist halt auf jeden Fall aufregend zu wissen, dass ich auch noch eine Schwester habe, die ich kennenlernen kann. Ja, man wird halt einfach herzlich willkommen geheißen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Cuídate mucho. Pass auf dich auf. Ich hab dich lieb.
Viel mehr sogar. Sie ist sehr glücklich. Sie ist als Einzelkind bei einer Tante aufgewachsen. Ich habe sie kennengelernt, als sie 18 Jahre alt war. Also haben sich auch erst alle später so zusammengefunden? Ja. Findest du, der sieht mir ähnlich? Ein bisschen die Nase. Ja, jetzt saß ich mit jemandem an einem Tisch, wo man sieht, dass er so aussieht wie ich. Also, es war schon ein gutes Gefühl. Es gibt mir so ein bisschen heimatliches Gefühl. Weil da sind halt meine Wurzeln und ich sehe halt, okay, von da komme ich. Es macht mich sehr stolz, einen Bruder in Deutschland zu haben. Wie war seine Kindheit so? Als Kind habe ich meinem Vater oft bei der Feldarbeit geholfen. Mit 18 Jahren kam ich zur Armee und bin bis heute Berufssoldat. Ja, also ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich jetzt meinen Bruder gefunden habe und dass ich jetzt mehr Kontakt zu meiner biologischen Familie haben kann. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich noch eine Schwester habe und es macht mich halt einfach glücklich. Ich bin sehr zufrieden damit. So muss es beginnen. Ein Foto für die Familie in El Salvador. So muss es beginnen. So muss es beginnen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe einen Bruder in Deutschland. Ich bin so dankbar. Wirklich. Für unsere Zukunft. Es ist so ein großer Schritt, endlich jemanden da zu haben. Bayern kann sagen, ich kenne meine Familie. Und das ist das größte Geschenk, was man Bayern geben konnte und mir. Aber so muss es beginnen. Danke, 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 danke.